Ja, das spannendste Testgerät des Jahres ist eingetrudelt. Oder sagen wir so, das einzige iPad-relevante Testgerät des Jahres ist eingetrudelt. Ja, wir haben ja keine neuen iPads gekriegt, aber einen neuen Stift. Was haben wir uns da gewundert vor ein paar Wochen, als dieser Stift angekündigt wurde und dann hieß es Anfang November kommt er. Nun ist er da, der USB-C iPad-Stift. Und ich bin unendlich gespannt, wie der sich im Alltag schlägt, weil ich habe so viele Fragen, was diesen Stift angeht. Und das ist nicht irgendwie künstlich übertrieben. Nein, warum wurde der jetzt angekündigt? Was kann der im Alltag? Was bedeutet der für alles, was später kommt? Die meisten dieser Fragen werden wir heute nicht klären können. Wir packen ihn einfach mal aus, weil ich so unendlich gespannt drauf bin, den nur schon mal anzugucken. Und ich dachte, ich nehme euch einfach mit. Wir machen dann mal noch ein ausführliches Video, wo ich erkläre, welcher Stift ist für was und welcher Apple-Stift ist der richtige. Keine Sorge, so ein Video kommt auch, aber dieses Video ist jetzt einfach mal, Raphael packt den neuen Stift aus und probiert ein bisschen aus. Mal schauen, was er kann. Also, so schaut die Box aus. Steht auch nur Apple Pencil drauf, wohlgemerkt. Da muss man dann also ganz genau gucken, dass man den richtigen erwischt. Hier hinten steht dann Apple Pencil USB-C. So, los geht's mit Ritschratsch, wie wir es von Apple ja kennen. Oh, ganz kurzer Ritschratsch. Ah, ist schlau, dann kann man da gleich ziehen und dann kommt der Stift raus. Schwupps. Designed by Apple in California. Hergestellt in, ich vermute mal, China. Wo kommt er her? Steht nicht drauf. Aber da ist der Stift. Also die Verpackung schon mal sehr nob. Oh, das Gewicht ist interessant. Ist der schwerer? Interessant. Packen wir ihn gleich mal ganz aus. Oh, da fährt schon der... Haben Sie das extra gemacht, dass man sieht, wie es funktioniert? Habt ihr gesehen? Es hat einfach beim Auspacken hat's gleich die Kappe nach hinten geschoben. Das ist toll und schön gemacht. Das Material ist auch viel seidiger, würde ich sagen, als beim normalen Apple-Stift. Beim Zweier, der fühlt sich so ein bisschen plastikig an. Kann es sein, dass der dann, weil er neuer ist und der da schon so abgenutzt? Gewicht ist auch interessant. Ich habe das Gefühl, der neue ist ein bisschen schwerer. Aber schauen wir erstmal noch in Ruhe fertig an. Also, eine Seite ist wie gesagt flach. Spitze kann man wegschrauben, wenn man das denn möchte. Ersatzspitzen hat es auch wieder keine in der Box. Hatte es früher mal. Oder beim Pencil 1 hat es vermutlich immer noch Ersatzspitzen in der Box. Aber das ist der Mechanismus, um an die USB-Schnittstelle zu kommen. Zip. Das ist großartig. Ich sehe mich schon den ganzen Tag einfach so machen. Der Mechanismus ist wirklich toll und eine riesige Verbesserung im Vergleich zu früher. Der da kann weg. Weil da hatten wir ja immer das Problem, dass das Deckeli wegkommt, dann musste man aufpassen, wo man es hat und dass es niemand verschluckt. Ja, ich habe es auch schon erklärt, das hat ja da oben diese Luftschlitze, dass falls man es jetzt doch irgendwie verschluckt, ist es nicht ganz so dramatisch, hoffentlich. Aber... Nein, dieses Deckeli-Verlierrisiko war einfach zu groß. Ich finde, jetzt haben sie es viel besser gelöst. Und der Mechanismus ist einfach auch toll. Es ist nicht klapperig, sondern es dämpft sehr schön. Ja, das ist sehr gut gelöst. Und das Material, also ist auch ein bisschen kürzer, seht ihr? Das ist der normale, der Pencil 2. Das ist der, in der Mitte ist der USB, wenn man ihn ausfahrt, sind sie ungefähr gleich lang. Nein, auch nicht, dann ist er ein bisschen, immer noch ein bisschen kürzer. Und das ist der erste Generation, der ist noch mal länger. Aber das Material, ja. Ja, schwer zu sagen, weil der halt schon so unglaublich abgenutzt ist. Ich glaube, hier hat er sogar... Ist sogar das Plastik ein bisschen beschädigt bei meinem, weil ich ihn schon so viel genutzt habe. Nein, in der Hand fühlt er sich irgendwie seidiger und angenehmer an. Das Gewicht ist auch interessant.
Muss ich dann, wenn ich dann den Test und das Erklärvideo dazu mache, das Ausführliche, muss ich beide mal auf eine Waage legen. Ich habe das Gefühl, der ist fast ein bisschen schwerer, aber vielleicht wirkt er auch schwerer, weil er dasselbe Gewicht hat, aber diese kleiner ist und kompakter. Aber man kann ihn sofort auch in den Fingern herumzwirbeln, wenn man das denn möchte. So. Aber wir wollen ja noch ein bisschen ausprobieren, würde ich sagen. Also, ich habe iPads mitgenommen. Wir nehmen als erstes mal das, was ich auch wieder dabei habe, sind verschiedene Adapter, um Sachen auszuprobieren. Ja, ich habe den lustigen Lightning auf USB-C Adapter da vom normalen Pencil dabei. Dann habe ich noch einen USB-C auf Lightning Adapter in die andere Richtung. Und ich glaube, wir werden das schon zum Laufen kriegen. Aber schauen wir mal. So, nehmen wir als erstes das iPad Pro, das große. Und da kann es ja wirklich nicht schwer sein. Da nehme man einfach ein USB-C auf USB-C-Kabel. Ich nehme da immer mein Lieblingskabel, die wirklich großartigen, wenn auch nicht günstigen von Apple. Dann schließen wir hier unten USB-C einmal an. Zack. Und das andere kommt an den Stift. Klappe auf. Zack. Kabel rein. Passt. Was macht das iPad? Apple Pencil gefunden. Tada. Jetzt bin ich gespannt, ob man ihn nutzen kann, wenn er am Kabel hängt. Ha! Man kann. Alle, die sich genervt haben, damals beim Pencil 1 oder auch beim Pencil 2, wenn er leer ist, dass man erst warten muss. Hier muss man nicht warten. Öffnen wir gleich mal Procreate. Ah, da habe ich das Teaserbild von für den Livestream. Habe ich auch hier drin gebastelt, aber machen wir ein neues. So. Bildschirmgröße, zack. Eigentlich hat er ja keine Druckstufen, aber... Nein, er hat keine, das war eine Illusion. Eine Sekunde dachte ich, ich habe Druckstufen, weil die erste Linie so dünn war. Aber ich glaube, das war, weil ich sie so schnell gemacht habe. Oder wie habe ich das hingekriegt, dass er da... Druckstufen hat er nicht. Was er aber hat, ist, was man jetzt ganz knapp sieht, schwierig zu filmen, er hat das Hover-Touch. Wir machen da den Stift sehr groß, dann sieht man es. Seht ihr? Ich berühre den Bildschirm nicht und schwebe dann nur drüber hinweg. Und wenn ich den Bildschirm berühre, zack, malt es. Machen wir schnell eine andere Farbe, dass man es wieder sieht. Ich male nicht, ich schwebe über dem Bildschirm. Hover-Touch hat er, das ist nämlich super praktisch. Dann weiß man immer gleich, dass man den falschen Pinsel gewählt hat. Und jetzt drücke ich drauf, 1, 2, 3 und dann wird gemalt. Schwupp. Ja, aber Druckstufen hat er nicht. Nein. Können auch noch in Freeform ausprobieren. Da habe ich auch schon was getestet. Bleiben wir gleich auf dieser Seite. Vollbild. Stift. Ich habe ihn immer noch am Kabel übrigens. Habe ich ganz vergessen wegzunehmen. So, Kabel weg. Zuklappen. Zing. Ja, ist gleich viel bequemer, aber es ist großartig, dass man ihn am Kabel nutzen kann. In Härtefällen ist das wirklich ein Segen. So. Test. Test. Zip, zip, zip. Und was wir auch noch ausprobieren müssen, er müsste jetzt nämlich oben auch halten, wenn ich ihn da oben drauf mache. Zip. Schnappte ein. Aber dann erscheint natürlich kein Ladehinweis. Nein. Laden kann er natürlich nicht da oben. Aber wenn er da oben ist, müsste er in den Stromsparmodus gehen. Kann ich ja nicht überprüfen, ob er da jetzt reingegangen ist. Oder doch, wenn ich in die Stifteinstellung... Nein, da steht nicht, dass er in den, im Stromsparmodus ist. Man sieht einfach, er ist so und so viel geladen. Wenn ich ihn jetzt ganz schnell da drauf mache... Und ganz schnell wegnehmen, funktioniert er auch schon. Wie gut hält er? Sehr gut. Ja, und für die Leute, die sich jetzt wundern, was mit diesen Druckstufen ist, ich kann es euch ja schnell zeigen, indem ich den anderen wieder nehme, den eigentlichen, verbinden, zurück ins Procreate. Machen wir da wieder eine neue Farbe, nehmen wir diesmal gelb. Noch ein bisschen schöneres Gelb. So. Und auch nicht mehr ganz so groß.
kann ich einerseits ganz fein malen. Seht ihr, jetzt mache ich ganz feine Linien. Oder ich kann festdrücken. Das ist nicht die ideale Farbe dafür. Nehmen wir dieses Petrolgrün, dann sieht man es vermutlich besser. Pinsel noch ein bisschen größer. Feine Linie, dicke Linie. Fein, dick, fein, dick. Da auch nochmal. Seht, die sind ganz groß. Fein. Und jetzt drücke ich ganz fest. Schupp, dick. Das ist der Unterschied bei Druckstufen. Druckstufen braucht man, um zu malen, um zu zeichnen. Um Notizen zu schreiben, ist es nicht wirklich nötig. Das ist der Unterschied zwischen dem Pencil 2 und dem Pencil USB-C. Aber jetzt, wo wir schon in Testlaune sind, verbinden wir ihn doch mal mit dem iPad 9 hier. Schwupps. Auch schon mal Procreate auf. Neue Seite, Bildschirmgröße, zack. Und da ist der normale Stift dabei, der Pencil 1. Da haben wir auch feine Linie, dicke Linie, feine Linie, dicke Linie. Das ist der Pencil 1. Jetzt wollen wir den Pencil USB-C damit verbinden. Und ich vermute, wir können jetzt einfach das normale Lightning-Kabel nehmen. Hier USB-C, hier Lightning. Stecken wir hier USB-C ein. Und jetzt wird es spannend. Geht es so einfach oder braucht man irgendeinen Adapter? Noch passiert nichts. Muss ich vielleicht erst den anderen Pencil entkoppeln? Das mache ich mal schnell. Einstellungen. Bluetooth, Apple Pencil entfernen. Gerät ignorieren. So. Schauen wir nochmal. Nochmal einstecken. Nein. Kriegen wir den auf dem zum Laufen? Müsste doch eigentlich. Da ist das Papierkram. Nein. Auch keine Anleitung. Apple n'est pas responsable des frais de main. So geht es schon mal nicht. Probieren wir was anderes. Probieren wir den lustigen Adapter mal. Nein, den da brauchen wir mit Lightning hier vorne. So, da. Und jetzt wieder Stift. Oder hat es damit zu tun, dass da noch nicht alle Updates drauf sind? Das könnte sein. Schnell noch das neueste Update drauf. Keine Sorge, wir machen schnell Zeit drauf, dass das Update im Nu auf dem iPad. Normalerweise geht es nicht so schnell. Also es wäre doch gelacht, wenn wir den damit nicht nutzen könnten. So, jetzt aber Zeitraffer und währenddessen gucke ich mal schnell nach, wie es gehen müsste. Gibt ja sicher irgendwo eine Anleitung. Ha! Wir können uns das Update sparen. Er funktioniert gar nicht mit dem Knopf iPads. Ja, schaut mal. Das sind die iPads, mit denen er funktioniert. Die 11er Pro, die 12.9er Pro, das Air, das iPad 10. Generation und das iPad Mini. Also alle iPads, die
USB-C haben. Eigentlich relativ logisch im ganzen Komplex, aber die Tatsache, dass ich jetzt dachte, man könne ihn doch mit dem normalen iPad nutzen, zeigt schon, wie komplex die Situation ist. Ich beschäftige mich ja viel mit iPad-Stiften und ich dachte wirklich, man könne ihn auch auf dem 9er noch nutzen. Kann man nicht. Das Update können wir uns sparen. Aber Updates sind ja immer gut. Nein, dann ist es natürlich viel einfacher mit der Installation. Funktioniert nur an den USB-C-Geräten, also allen iPads ohne Home-Knopf. Den Adapter hier kann ich mir sparen, kann ich wieder zurück in den Rucksack legen, nicht, dass ich ihn verliere. Das da brauchen wir auch nicht. So. In dem Fall ist der Logitech Crayon, wenn ich es richtig im Kopf habe, der einzige iPad-Stift, der mit allen funktioniert. Das ist der da. Von dem haben wir auch schon mal einen Test gemacht. Der hat auch hinten USB-C. Aber gucken wir schnell nach, weil Apple verkauft den ja. Suchen. Ich habe ja gesagt, wir machen ein Ausprobiervideo. Oh, haben Sie ihn nicht mehr? Ich dachte, Sie verkaufen den weiter, aber irgendwie ist er jetzt aus dem Sortiment verschwunden, auf mirakulöse Art und Weise. Stylus. Doch, da ist er noch. Man muss einfach nicht, wenn man nach dem Produktnamen Crayon sucht, kommt er nicht. Aber wenn man Stylus drückt, kommt er. Ist auch noch beruhigend, dass bei Apple die Suche genauso schlecht ist wie bei allen anderen Webseiten außer Google. Also, da haben wir ihn. Logitech Crayon. Auf. Lieferumfang, Herstellerinfo, Kompatibilität. Jetzt müsste eine sehr lange Liste kommen. Nein, der funktioniert auch nicht mit dem 9. Ich hätte gewettet, der hat aber auch auf dem 9er funktioniert. Habe ich mich jetzt vertan? Wir probieren das doch noch schnell aus. Also vermutlich jetzt nicht mehr geladen. Ja? Yeah. Die Punkte da leuchten auf jeden Fall. Ich dachte, der müsste auch damit funktionieren. Ja, natürlich funktioniert er damit. Wusste ich's doch. Aber bei Apple steht davon nichts mehr. Das ist ja wieder interessant. Kann man das iPad 9 überhaupt noch kaufen? Ist jetzt die Frage. Haben Sie das verschwinden lassen? Raphael hat es nicht gemerkt. iPad. Doch, das iPad 9 gibt es weiterhin. Ja, sogar Apple hat fast übersehen, dass der auch mit dem iPad 9 funktioniert. Haben wir noch was entdeckt, was Apple nicht wusste? Nachdem Apple vorher was geliefert hat, was Raphael nicht wusste. So sind wir wieder quitt und ausgeglichen. Ja. Aber ihr seht, das Video, welcher Stift zu welchem iPad, tut Not. Ich werde mich da mal dran setzen, noch ein bisschen weiter experimentieren mit dem neuen Stift. Ich muss sagen, haptisch wirklich liegt großartig in der Hand. Ich muss mal noch schauen, ob ich noch einen anderen Pencil 2, wo ist der Pencil 2? Da oben. Ob ich noch einen neueren habe, der weniger abgenutzt ist, ob man da einen Unterschied spürt. Ich glaube, da haben sie wirklich ein angenehmeres Material gefunden. Und dieser Mechanismus hinten ist auch toll. Einfach schade, dass da Druckstufen nicht drin sind. Ich finde das ein bisschen auf Schweizerdeutsch, sagen wir, schmürzelig, knauserig, dass Apple jetzt Druckstufen zu einem Profi-Feature macht. Ich finde, Druckstufen gehört einfach zu einem Stift dazu. Das kann doch nicht so teuer sein. Was wir jetzt gar nicht ausprobiert haben, fällt mir auf, ob man hier auch doppelt tippen kann, um zu löschen. Das probieren wir auch noch aus. So. Zurück in Procreate. Vermutlich ist der jetzt hier nicht mehr verbunden. Nein, jetzt müssen wir wieder verbinden. Weil jetzt ist ja wieder der andere verbunden. Das sind natürlich Sachen, die einem im Alltag nie passieren. Die passieren einem nur, wenn man wie Raphael das Ganze testet und alles parallel hat. Die meisten Leute haben einen Stift, idealerweise einer, der funktioniert. So, jetzt Apple Pencil wieder verbunden. Sehr gut, man kann schon malen. Sehr gut. Und ein bisschen kleiner. Und jetzt schauen wir mal auf... Ich mache das Kabel wieder weg, das ist mühsam. So. Und jetzt schauen wir mal, ob man zweimal draufklopfen kann, um zu radieren. Aufgepasst. 1, 2, 3. Na,
Nein, ich fürchte, die Funktion hat er nicht. Muss da halt drauf tippen, dann kann man radieren. Weil beim normalen, beim Pencil 2, der eigentlich ja dafür ideal ist, jetzt für dieses Pro-iPad, macht man einfach so, klopf, klopf, und dann kann man radieren. Eigentlich müsste er jetzt radieren, weil er wechselt da oben. Aber er radiert nicht. Doch, er radiert. Ah, ich habe zu wenig festgedrückt. Weil der andere ja keine Druckstufen hat, hat er sofort maximal radiert. Und der hat natürlich nur ganz fein radiert, weil ich den Stift nur so praktisch ein bisschen drüber bewegt habe. Seht man? Der radiert schon. Man muss einfach ein bisschen fester drücken. So. Ja, was wir jetzt wieder alles über diesen Stift gelernt haben. Und ich kann mir vorstellen, ihr habt noch Fragen oder Kommentare und Meinungen zu den iPad-Stiften. Also unbedingt unten in die Kommentare damit. Das hilft mir dann, wenn ich das Video mache, welcher iPad-Stift ist der richtige oder Apple-Stift, welchen muss man kaufen oder welchen soll man kaufen oder kauf bloß nicht diesen Stift. Solche Videos sind ja auch immer sehr beliebt. Also, unbedingt Kommentare schreiben. Ich bin da immer sehr gespannt und sehr, sehr froh, wenn ihr auch mitdenkt, weil manchmal übersehe ich auch Sachen. Darum sind die Kommentare ja auch ein Segen. Falls das Video gefallen hat, Daumen nach oben. Falls ihr findet, oh, so viele Stifte, Daumen nach unten. Falls ihr das Video zu den Stiften dann auch nicht verpassen wollt, unbedingt Abo abschließen. Und dann sehen wir uns schon bald im nächsten Video, wo es dann vermutlich wirklich sehr, sehr bald um diese Uhr geht. Aber der Stift hat mich einfach so sehr interessiert. Den wollte ich jetzt unbedingt auspacken und ihr musstet da halt ein bisschen mit auspacken, mitleiden oder euch mitfreuen, je nachdem. Also, bis demnächst.